Und damit ein herzliches Willkommen heute beim Drachen im Stream. Und warum ich nicht sage, Leute, zum zilliardensten Mal, das erste Lied im Stream halte ich die Schnauze. Das solltet ihr nach ungefähr 2 Jahren oder 3 Jahren Stream mal gelernt haben. Das Lied gerade hat geheißen Last Resort von Papa Roach. Eines meiner persönlichen Favoritenlieder von Papa Roach. Und das jetzt ist Umf mit Rockstar. Nee, Popstar, Entschuldigung. Besser gesagt, du, Gott ist ein Popstar, heißt das Lied. Ich bin überhaupt nicht aggressiv. Aber ich muss das jedes Mal im Stream neu sagen. Ich muss es in jedem Stream muss ich das sagen. Leute, es ist doch nichts Neues. Nach 2 Jahren solltet ihr das mal wissen. Ich bin nicht aggressiv, ich habe Zahnschmerzen wie die Hölle. Es sind doch jedes Mal neue dabei. Ja, aber die Leute, die sonst auch dabei sind, die müssten es eigentlich mittlerweile wissen. Und die Leute, die können das auch den anderen sagen. Aber stattdessen kriege ich nur zu hören, warum redet der dicke Mann nicht? Dann denke ich mir auch nur, Alter, halt doch die Fresse, bist wahrscheinlich zweimal fetter als ich und willst mich noch als dick bezeichnen, beleidigst mich erst einmal. Und dann denkt man sich letzten Endes, hä? Und sowas soll ich mir dann ernsthaft geben? Was wisst ihr schon über mich? Und die Show geht los. Das ist ein
für alle, die mir jetzt durch Fragen stellen werden oder wollen, ich sage von vornherein in diesem Stream, ich werde heute nicht viel reden, weil ich habe Zahnschmerzen wie die Hölle. Und wenn ich schon jetzt streamen, wenn ich schon jetzt pennen kann, dann werde ich wenigstens ein bisschen streamen, habe ich gedacht. Punker-Style, wenn du mich fragst, sieht es eher nach dem Afro aus. Ich hab noch keinen Punker mit dem Afro gesehen. Mich persönlich wundert, dass ich erst nur die Nummer 5 bin. Normalerweise bin ich relativ schnell auf Platz 1. Aber die meisten schlafen wahrscheinlich gerade. Helfen die Schmerzmittel denn nix? Was für Schmerzmittel? Ich habe doch keine Schmerzmittel bekommen. Ich nehme momentan Schmerztabletten, die ich hier habe, noch aus dem Krankenhaus, die ich eigentlich für meine Narbe damals, oder für meine jetzige Narbe bekommen habe damals, als ich operiert wurde. Aber davon möchte ich auch nicht zu viele nehmen, weil, aus Gründen, die verständlich sein sollten. So, egal auf welchem Platz du bist, das interessiert dich doch nicht, auf welchem Platz du bist, oder? Nicht wirklich. Ich sag nur, dass mich das verwundert, weil ich normalerweise auf Platz 1 bin. Interessieren tut's mich nicht. Ja, da war noch Hagen da. Ich dachte eigentlich, der kommt gleich wieder, aber hat sich anscheinend erledigt. Schade. Leute, die mich mit Specki anreden, haben keinen Respekt, keinen Anstand. Und ehrlich gesagt sind es richtig arme Drecksäcke. Und ich bemitleide euch. Erklär mir, warum man von dir Respekt haben sollte. Fangen wir mal damit an, dass ich immer noch das mache, worauf ich Bock habe, immer noch meine Videos mache, immer noch meine Streams mache und das trotz 4 Jahren, 5 Jahren der Hater. Fangen wir damit an, dass man prinzipiell von jedem Menschen Respekt haben sollte. Ja? Und zwar immer je nachdem, was für ein Mensch es ist. Und Respekt muss man sich verdienen und ich glaube, dass ich mir den verdient habe. Und Leute, die spammen, haben kleine Eier. Schön, dass du es uns beweist. Was machst du beruflich? Kein Kommentar. Das Geilste ist, die Hater haben keinen Respekt, fordern ihn aber ein. Um Respekt einfordern zu können, muss man Respekt erst einmal verdient haben.
Wisst ihr, was wisst ihr schon über mich? Was wisst ihr über mein Leben? Und abgesehen das, was ich im Internet schon gezeigt habe. Was habe ich mit 5 Jahren gemacht? Was habe ich mit 8 Jahren gemacht? Was habe ich mit 10 Jahren gemacht? Was mache ich, seit ich 12 Jahre alt bin? Jeden Tag. Was mache ich, seit ich 14 bin? Jeden Tag. Was mache ich, seit ich 20 bin? Jeden Tag. Was habe ich in den letzten 20 Jahren jeden Tag gemacht? Das Einzige, was ihr über mich wisst, ist das, was ihr zu sehen bereit seid. Die Lügen, die euch gesagt werden. Oder die Unwissenheit, die ihr einfach irgendwo rausinterpretiert. Meistens dann geisterweise noch aus irgendwelchen Hater-Videos, wo irgendwas zusammengeschnitten wurde. Wo heißt, heute bin ich und dann heißt es irgendwas komplett anderes und Nazi. Und das komplett aus dem Kontext gegriffen ist. Meistens sogar mit einem anderen Shirt an oder nur eine Audioaufnahme, die geschnitten wurde und Leute und Scheiß. Dann fragt man sich letzten Endes einfach noch, ne? Also, und Lulu passt nur auf die Hater, nicht auf mich. Ja, ich habe schon gelogen, aber das hat jeder von uns im Leben schon. Also, hängt euch dann irgendwas auf, was vor 5 Jahren war. Oder was in den letzten 3 Monaten war. Die letzten 3 Monate sind die letzten 3 Monate. Es sind heute und nicht in den letzten 3 Monaten. Es sind auch nicht in den letzten 3 Jahren oder 4 Jahren. Kommt mal in den Real an, im Hier und Jetzt und nicht in der Vergangenheit. Was ich gestern gesagt habe, hat nicht unbedingt was damit zu tun, was ich vor 2 Stunden gesagt habe. Oder was ich jetzt sage. Naja. Da hat man so Typen vor seiner Haustür stehen, die meinen, die haben die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ich hab studiert, ich bin Realschüler. Warum hast du es dann nötig, vor meiner Tür zu stehen? Also Leute, im Ernst. Wenn ihr alle so viel besser seid als ich, dann habt ihr das doch gar nicht nötig, euch hier so aufzuführen. Aber es ist genau der Witz daran. Ihr seid nicht besser als ich. Im Gegenteil, ihr seid ein Haufen Assis, die Scheiße bauen. Punkt. Danke für die 1000 Barren, AJ. AJ, Quatsch. Oder? Ist es Jay? Ich weiß gar nicht. AY, B, AJB, glaube ich, soll es heißen. Englisch, finde ich Katastrophe. Wie auch immer, danke. Also es ist letzten Endes einfach Kindergarten. Ihr macht seit 5 Jahren das Gleiche, seit 4 Jahren das Gleiche, seit 3 Jahren das Gleiche, seit 2 Jahren das Gleiche, seit ein paar Monaten das Gleiche. Alles, was ihr macht, ist schon da gewesen. Und deswegen wird das Hatertum auf Dauer nicht... Es ist einfach nicht mehr praktikabel auf Dauer. Also ihr könnt mittlerweile nichts mehr machen, was jetzt schon da war. Also... Und mich langweilt das ehrlich gesagt nur noch. Mich und viele hundert andere Leute auch. Wenn nicht viele tausend andere. Sind vielleicht noch 1200 Hater oder was bei meinem Gaming-Kanal und noch vielleicht 30.000 auf meinem Hauptkanal. Danke schon Big Mac oder Big B Mac. Es sind vielleicht noch 1000 oder was auf meinem Gaming-Kanal oder 1500, 2500, wie auch immer. Und auf meinem Hauptkanal sind es vielleicht noch 30.000. Was ein Witz ist im Vergleich zu früher. Und das Hatertum wird als kleiner werden. Irgendwann gibt es nur noch ein paar Typen, die schreiben Pidus und haben damit nicht mehr Niveau als die Typen, die weiß der Geier, was alles für eine Scheiße machen. Immer so ein Kindergarten, lustig. Ja, und weiter, wenn ich mich lösche, habt ihr kein Leben mehr. Oder hatet jemand anderen. Es ist mir lieber, ihr hatet mich, als jemand anderen, weil ich komme damit klar, offensichtlich. Das habe ich die letzten 4 Jahren bewiesen. Das habe ich aber schon mal vor 4 Jahren gesagt. Hatet mich, ich komme damit klar. Hatet ihr jemanden anderen, bringt er sich vielleicht um und dann seid ihr dran schuld. Und ich habe seit 4 Jahren das Gleiche bewiesen, dass das, was ich sage, die Wahrheit ist. Und ist ein Moderator da, kann ein Moderator bitte mal den Low-Level anmachen. Die Spam-Assis sind echt Arschlöcher. Und ich kann das echt nicht gebrauchen, dass wir die ganze Zeit hier irgendwelche Spammer haben, die immer nur irgendwelche Links und irgendwelchen Kindergarten posten. Vor allem besiegt und ich stehe immer noch hier. So besiegt bin ich also offensichtlich gar nicht. Lügenhede. Moin Drache, Nabend, Exclusive.
Ihr langweilt ohne Ende. Ich spiel schon lange mit dem Gedanken, meine ganze Lebensgeschichte, was YouTube angeht, mal in ein Buch zu verwandeln und zu verkaufen. Sehe ich irgendwie getriggert aus. Ey, ohne Scheiße, ihr seid so langweilig. Dieses ganze Gespamme und alles. Das Einzige, was das ist nervig, weil man nichts anderes lesen kann. Das ist nicht einmal irgendwie anständiger Hate, das ist einfach nur Kindergarten. Ey, ohne Scheiße, das ist so langweilig. Ihr hattet vor 5 Jahren einmal mehr Niveau, ganz im Ernst. Muss ich ganz ehrlich zugeben, nein, das hören wir uns jetzt nicht an. Vor ein paar Jahren hattet ihr wenigstens noch halbwegs Niveau, wenn man das so nennen kann. Aber das hier, Alter, das ist ja wohl voll der langweilige Schund. Vielleicht schlafe ich mal eine Runde im Stream, was soll's. Weckt mich, wenn der Chat wieder anständige erwachsene Leute sind und keinen Haufen Kinder. Wisst ihr, Menschen, die andere brechen sehen wollen, sind echte Kindergartenkinder. Und weißt du was, du dummes Arschloch, wenn ich besiegt wäre, dann würde ich dich jetzt nicht blocken und außerdem würde ich nicht hier sitzen. Wisst ihr, es ist so eine lächerliche Aktion, was ihr seit Jahren abzieht. Ich bin ein Kleinkind, ich spamme. Ey, das Einzige, was ihr könnt, ist spammen, weil ihr keine andere Möglichkeit mehr habt. Die wenigen intelligenten Hater, die wirklich intelligent gehatet haben, die sind nicht mehr da. Jetzt sind es nur noch ein Haufen Kindergartenkinder von KuchenTV und von Alplali und das war's. Und ihr wollt euch alle nur noch an dem Hater-Game, kann man ja mittlerweile immer mehr dazu sagen, daran aufgeilen. Nee, mir geht's jetzt besser, deswegen streame ich ja um die Uhrzeit. Zahnschmerzen. Es ist einfach, weiß nicht. Für die Aktion mit Blali und Gronkh, für die Aktion mit Gronkh habe ich mich entschuldigt. Die Aktion mit Blali hat mittlerweile mehr als einmal bewiesen, was für ein Arschloch Blali ist. Das habe ich aber schon oft genug jetzt gesagt. Und die Aktion mit Tanzverbot hat er selber aufgezogen. Da kann ich nichts dafür. Ich habe mich da nur verteidigt. Punkt. Gar nicht.
Dankeschön für die 500 Barren, Alter, für die Unterstützung. Es ist letzten Endes einfach nur Kindergarten. Also die Aktionen momentan, die abgehen, das sind alles Alblali-Kinder, Kuchen-TV-Kinder, vielleicht noch ein paar Tanzverbot-Kinder und das war's. Kein Niveau, keine Klasse, kein Respekt, nichts, einfach gar nichts. Ich meine, Dorian und Imp haben auch keinen Respekt gehabt und keinen Anstand. Aber die haben ihr Fett auch weggekriegt von anderen Hatern für die Aktion mit Erdbechen damals. Danke, Jon Borno, danke schön für die 500 Barren. Interessanter Name. Ich will sie Kilian-Kinder nennen. Dann nennen du sie, wie du sie für richtig. Dann nennen sie du, wie du es für richtig hältst. Dann könnten die scheiß Moderatoren endlich mal ihren verfickten Job machen und den scheiß Low-Level anmachen. Ich hab die Schnauze langsam voll, dass man das nicht selber machen kann. Es wird langsam mal Zeit, dass Juno das einstellt, dass man es selber machen kann, zumindest als Partner. Das kann ja nicht wahr sein. Jedes Mal. Ich habe jetzt schon vorhin das mal gesagt und hab's anständig gesagt. Das kann echt nicht wahr sein. Was das wieder für eine abgefuckte Scheiße hier ist. Mach du doch deinen Job. Was glaubst du, was ich hier gerade tue? Can't you see? Ja, aber rechtlich gegen irgendwelche Hater vorgehen kostet Zeit, die ich nicht habe, Geld, welches ich nicht ausgeben will. Ja. Also, warum sollte ich mir den Stress geben? Ich meine, die einzigen Hater, gegen die ich wirklich vorgehen wollte, von denen ist nur noch ein einziger übrig. Regenbogenscharf, Red TV, Boneclicks, die haben alle schon das Handtuch geworfen. Also, es gibt nur noch einen, gegen den ich rechtlich vorgehen möchte. Und die Zeitverschwendung gebe ich mir einfach nicht. Das mache ich nicht. Ich singe jetzt nicht. Weißt du was, du Arschloch? Ignorier du deine Hater einfach. 5 Jahre mache ich das. 5 Jahre darf ich mir diesen Kacksatz anhören. Mach's besser, du Arschloch. Ich hab die Schnauze so voll von diesem Satz. Ganz im Ernst. Ignorier die Hater doch einfach. Ja, meinst du, dass das so einfach ist, du Posten, Alter? Dann mach's besser, anstatt es mir zu sagen. Und damit habe ich jetzt, glaube ich, 5 Leute beleidigt, die das alle gleichzeitig gesagt haben. Also ganz im Ernst, Leute. Was soll dieser Kindergarten? Jedes Mal. Ignoriere es einfach. Ignoriert halt, dass ich das sage. Ja, ist es. Einfach aufhören. Du Loser, halt die Fresse. Weißt du was? Kündige doch du deinen Job einfach, Alter. Wenn dir die Kollegen nicht passen. Oder die Leute, mit denen du was machst. Oder deine Kunden. Ey, ohne Scheiß, ne? So eine abgefuckte Ignoranz, ne? Selber keine Ahnung, aber die Schnauze so weit aufreißen, dass man nicht mehr anders kann, Alter. Ohne Scheiß. Bitte geh, lösch dich von meinem Kanal. Lösch alle meine Abos bei mir, Alter. Verpiss dich. Und ich will dich, Dreckswichser, nie wieder auf irgendeinem meiner Channels sehen. Hau einfach ab. Ganz im Ernst. Können so kotzen bei sowas. Hey, du hast auch normales Gespräch. Mit jemandem, der so scheiß abgefuckt ist, nein. Ach, Entschuldigung, du hast das gleiche Bild gehabt. Falsche Person. Versuch nur zu helfen. Ey, ohne Mist, meinst du wirklich, dass ich in 5 Jahren, eigentlich in 7 Jahren, weißt du, meinst du, ich habe in 5 Jahren noch nicht diesen Tipp bekommen? Mal im Ernst, Leute. Als würde ich das nicht selber wissen. Aber es ist nicht so einfach, wie ihr es euch vorstellt. Einfach aufhören. Alter. Hör doch du einfach mit deinem Job auf. Das ist genau dasselbe, Alter. Ich lebe von YouTube und YouNow. Das ist meine Kohle, das ist mein Einkommen, mein täglich Brot. Egal, ob ihr darüber lacht oder nicht. Es ist so. Und die Vollidioten von Mods, die kriegen es einfach nicht hin, dass die den Low-Level anmachen. Jetzt Schnauze halten.
Es reicht. Wir machen den Abo-Chat an. Für so einen Haufen Arschlöcher habe ich jetzt echt keinen Sinn. Verstehe nicht, warum die Mods denn einfach mal den Low-Level anmachen und anlassen können. Es kann doch nicht so schwer sein, dass man den entweder so programmiert, dass der auch für die Leute auf dem Stream machbar sind, also hier auf dem Browser, oder dass die einfach schlicht und ergreifend... Ich verstehe das nicht. Das ist eine Sache, die ich an YouNow nie verstehen werde. Das sind die einfachsten Sachen. Ein Slow-Chat oder einfach... Auch ein Spam-Schutz. Ich verstehe nicht, dass man keinen Spam-Schutz einbaut. Also... Ich sag das jetzt seit, ich weiß nicht, seit 3 Jahren, seit ich auf YouNow streame. Ich streame seit, auf YouNow jetzt seit 2015. Es werden 3 Jahre dieses Jahr. Und es ist so ein unfassbarer Scheißdreck. Ich habe schon so oft bei YouNow gesagt, ey, danke Harry fürs Abonnieren und willkommen bei den Drachis. Ich habe schon so oft zu YouNow gesagt, ey, ändert das doch mal. Da müssen wir doch mal was machen können. Ein Spam-Schutz einbauen. Das sind Sachen, die auf jedem Fuck-Forum, das man sich machen kann für Low, kann man ein verdammtes Spam-Schutz einbauen. Aber nein, YouNow ist sich zu fein dafür. Kann doch nicht so schwer sein, vor allem weil es Programmierer sind und was weiß ich alles. Es kann doch nicht so schwer sein, dass man einen verdammten Spam-Schutz einbaut. So, Mobby, was? Marboy, YouTuber. Dankeschön für die 500 Barren für die Unterstützung, Alter. Da ist ein Gast, das ist mir scheißegal. Ich hab Zahnschmerzen wie Sau, ich hab keinen Bock, einen Gast anzunehmen und ich bin im Moment auch echt genervt von diesem ganzen Kindergarten. Das ist einfach nur Bullshit. Und die Hater würden sagen, ich bin Matt. Hackfleisch bin ich nach wie vor noch nicht. Ihr komischen Ausdrücke, Alter, ohne Scheiß. Schanze, Matt. Nur um einen auf den Sack zu gehen, ey. Die einzigen, die wirklich Matt sind, sind die Hater. Weil sie ein Haufen Hackfleisch sind, mit keinem Gehirn, 2 Augen, am Mund und vielleicht ein paar Fingern, um Scheiße zu schreiben. Mehr sind sie nicht. Außerdem sind es alles immer Nachläufer. Auch sie haben zur Jugend gehört. Hey Rainer, was machen Sachen? Hä? Entschuldigung, den Satz verstehe ich nicht. Vergesse es sicherlich nie. Im Gegenteil, ich kenne so gerne deren Titelmelodie und die ging schöner als ein Traum. Fliegen durch den Raum der Illusionen, dort, wo Träume wohnen, das Reich der Fantasie. Fliegen in den Reiten ein Geheimnis, Wunder kann man erleben in einem schönen Traum. Harry, musst du mir leider nochmal schreiben, was du meinst. Ich habe das nicht ganz verstanden.
You ain't caught. I have nobody. Ja, was machen Sachen? Was für Sachen? Ist doch kein normaler deutscher Satz, Alter. Ja, was machen Sachen? Was für Sachen denn? Das Neuköllner Dialekt. Psst, mir egal, das Neuköllner Dialekt. Sag halt einfach, was du möchtest. Ich verstehe das nicht, was du meinst. Hab den Satz noch nie gehört. Danke für die 50 Likes. Du gehst ja auch nicht raus. Damit steht's fest. Wer sagt, ich gehe nicht raus? Mr. Lonely. Wenn ich so einen Satz höre wie du gehst doch nicht raus, da könnte ich auch schon wieder kotzen. Der Low Level schaut jetzt wenigstens mal an. Und die Moderatoren machen nach wie vor ihren verfickten Job nicht, wofür sie sogar bezahlt werden von Juno. Take a toll of your mind and meditate. Let your soul gravitate.
take you to the love, yo, yo. People killing, people dying, children hurt, pain, and crying. And you practice what you preach, and what you turn the other cheek. Father, 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 help us. Captain, the question is, where is the love? Where is the hello? Where is the hello? Where is the love? Love, love. It just ain't the same. Always you change. New days are strange. Is the world the same? If love and peace is so strong, why are the pieces of love that don't belong? Nations dropping bombs. Chemical gas is filling. Wisst ihr, manchmal bin ich froh darüber, dass ihr nicht so viel über mich wisst. Andererseits ist es gar nicht so einfach, über mich viel zu wissen. Guter Witz. Es ist wahr. Selbst Menschen, die mich jahrelang schon kennen, überrasche ich immer wieder. Meine Persönlichkeit, meine Handlung. Alles an mir ist anders. Aber das ist auch genau der Grund, warum ich gehatet werde letzten Endes. Ich bin anders als ihr und es macht euch Angst. Oder zumindest unsicher. Where is the love, love, love? Lol. Wisst ihr, auf euch mag ich vielleicht arrogant wirken. Und ich bin's vielleicht auch. Aber dass es eine Abwehrhaltung ist mittlerweile, ist euch zum Beispiel gar nicht aufgefallen. Dass meine ganze Arroganz, die ich in den letzten Jahren oder vor allem auch in den letzten Monaten immer wieder zeige, eine Abwehrhaltung ist. Auf die Idee kommt kein Schwein. Ich halte mich nicht für mega intelligent. Ich halte mich auch nicht für mega schön oder für sonst irgendwas. Ich kenne meine Fähigkeiten ganz genau. Wenn ich deswegen arrogant bin, bitteschön. Aber ich kenne meine Stärken und ich kenne meine Schwächen. Und das ist mehr, als die meisten von euch wahrscheinlich haben. Danke, Markus, für die 500 Barren, Alter. Und für die Unterstützung. Ich kenne meine Stärken und meine Schwächen eigentlich schon ziemlich lange. Und auch die, die sich dann im Laufe der Zeit in Stärken verwandelt haben und Schwächen waren. Oder die sich dann im Laufe der Zeit abgeschwächt haben und Schwächen wurden. Ich bin kein Ehrenmann. Ich will auch gar keiner sein. Weil die Leute, die im Internet als Ehrenmänner bezeichnet werden, meistens ehrlose Ratten sind. Und in die Kategorie möchte ich mich nicht stecken lassen. Weil wenn ich irgendwas habe, ist es Ehre. Also bitte tu mir den Gefallen und nenn mich nicht Ehrenmann. Weil die Leute, die Ehrenmann genannt werden im Internet, sind meistens die Letzten, die Ehre haben. Oder ein Verständnis davon, was Ehre bedeutet oder ist. Irgendjemand hat mir mal geschrieben, Ehrenmann kommt von ehrlich sein. Muss ich es jetzt wirklich machen? Facepalm ohne Ende, Alter. Das ist ja wohl das Lächerlichste, was ich je gehört habe. Hat mir irgendjemand mal eine E-Mail geschrieben. Ehrenmann kommt von Ehre. Von ehrlich sein. Harry, du hast im Prinzip schon eine Verwarnung gehabt, auch wenn ich es nicht deutlich ausgesprochen habe. Willst du wirklich schon die dritte haben? Ich würde es mir überlegen. Hast du gerade ein Abo rausgehauen? Ich würde dich nur ungern raushauen. Auch wenn es vermutlich unumgänglich sein wird. Kais, dankeschön! Thank you.
Camarone, dankeschön. Hey ho, Hagen ist da. Hoffe, du hast mich vorher nicht für blöd oder so gehalten, weil ich hätte gleich geantwortet habe. Aber du weißt ja, dass ich normalerweise immer den ersten Song immer durchlaufen lasse, ohne was zu sagen. Weil du vorhin dann plötzlich weg warst. Was zur Hölle? Mali und Cherry, dankeschön fürs Abonnieren. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Und vielen lieben Dank an den Woody Drift oder Drift für die 400 Likes. Hey Rainer, was geht? Alles außer die Frösche, die hupfen. Zeit, dass meine neue Maus kommt. Ja, ich habe eine neue Maus bestellt. Och, Mann, ey, was ist denn das, ey? Ne, für M&M habe ich jetzt echt bei den besten Willen keinen Bock. Hatten wir schon. Spinne ich gerade? Eminem und Evanescence? Ach, diese scheiß Maus, ey. Ich glaube, die Maus verträgt sich nicht mit dem Mauspad. Hey, Hochhagen. Mali, ich würde dir empfehlen, wenn du mit YouTube anfangen willst, mach das als Hobby am Anfang. Mach ganz normal deine Arbeit oder Schule oder was auch immer du machst nebenbei noch normal weiter und mach nur YouTube als Hobby. Dankeschön, Andrew, für die 500 Barren. Mach das als Hobby am Anfang und schau, ob das dir Spaß macht. Mit jeweils dem Video halt, was dir Spaß macht, ob du jetzt Gaming machst, Unterhaltungsvideos und so weiter, Skripte, Comedy und so weiter. Dankeschön für die 100 Barren an Martin. Und mach das wirklich erstmal so, weil anders kannst du es gar nicht machen. Fang nicht mit dem Gedanken an, mit YouTube Geld zu verdienen, weil zum einen haben sie es mittlerweile wieder schwerer gemacht, eine Zeit lang ging es jetzt für alle, aber haben sie mittlerweile wieder schwerer gemacht. Und ja, deswegen würde ich dir echt empfehlen, mach wirklich das erstmal als Hobby. Hast du damit auch als Hobby angefangen? Ja. Ich habe das als Hobby gemacht, beziehungsweise ich habe es eigentlich als Spaß gemacht. Da kam einmal im Monat oder was ein Video bei mir am Anfang. Bei mir kam am Anfang vom einmal im Monat oder zweimal im Monat ein Video. Das war alles. Das war einfach nur was aus. Das war ursprünglich, habe ich so angefangen mit Videos als Spaß und so weiter für meine Freunde und alles. Und für mich und für vielleicht ein paar Arbeitskollegen. Und hat sich dann weiterentwickelt und wurde dann früher oder später zu einem. Wurde dann halt mehr als nur ein Hobby, sondern wurde auch eine Regelmäßigkeit, was ich dann regelmäßig gemacht habe, wo ich auch schon so ein kleines Taschengeld verdient habe. Und ich habe dann weiter damit gemacht und irgendwann habe ich dann davon leben können. Aber
ich könnte heute noch nicht davon leben, wenn ich nicht Juno machen würde und so weiter. Also sucht in der Stream-Plattform, im Idealfall Twitch oder Juno, wobei ich Juno nicht unbedingt empfehlen würde, sondern eher Twitch oder so, und versucht da wirklich was zu reißen, regelmäßige Streams, wenn du gute Internetleitung hast und so weiter und so fort, und dann kannst du da auch irgendwas machen. Hast du ganz schön gesteigert. Ja, mir wäre es lieber, das wäre nie passiert. Ich habe nie vorgehabt, eigentlich berühmt zu werden oder bekannt zu werden. Mir hat es eigentlich damals gereicht, ein paar Videos für mich und meine Kumpels zu machen. Und darüber hinaus war mir eigentlich alles andere uninteressant oder war einfach egal. Eine Empfehlung, die ich dir aussprechen würde. Fang an, wenn du dich zeigen willst, ja, so wie ich, mach eine Maske. Besorg dir eine Maske und zeig dich nur mit Maske. Bleib dabei. Da hast du es leichter im Leben, glaub's mir. Und versuch möglichst alle Privatdaten von dir geheim zu halten. Im Idealfall sogar deinen privaten Namen. Also auch Vor- und Nachnamen. Nachnamen sowieso, Vornamen auf jeden Fall auch. Also du heißt jetzt sowas wie Frank Müller oder sowas oder Johannes Müller, wobei Johannes ist auch relativ selten. Was ist ein typischer Vorname? Michael Müller oder sowas. Wenn du sowas heißt, das ist... Also, ne? Aber selbst das, ich würde trotzdem meinen Privatnamen wirklich sehr... und auch meine Adresse und alles und mein Ding, halt das wirklich geheim. Danke für die weiteren 1000 Barren, Martin. Ach, du streamst auch auf Twitch? Wusste ich gar nicht. Cool. Dachte, du streamst keine Games. Ich streame auch Games, aber derzeit ist mein Gaming-Kanal gesperrt. Ich habe bis heute von Twitch noch nichts gehört. Würde dafür gesorgt bleiben, dass der Kanal weiterhin gesperrt bleibt. Ich bin kein YouTube-Star. Und bitte bezeichnet mich nicht als solchen, weil ich mag den Begriff nicht. Ich bin nicht Fame, ich bin nicht berühmt, ich bin ein ganz normaler Typ, der Spinne-Videos im Internet macht. Das ist alles. Und als mehr möchte ich auch nicht gesehen werden. Hallo Rainer. Servus Niklas. Das ist ja fies. Was ist fies? Na, von Juno. Ich bin ja auf Juno in erster Linie am Streamen. Und ich lebe ja nicht nur vom Streamen oder so. Sondern Streams, YouTube, Merchandise habe ich auch noch. Gehört alles zusammen. Und der Betrag, den ich letzten Endes am Ende vom Monat habe, davon lebe ich. Aber wie ich schon sagte, ich würde dir empfehlen, mach das wirklich als Hobby, mach's nebenher. Und wenn du merkst, weil die Chance, wirklich davon leben zu können, steht ungefähr 1:1000. Reicht gar nicht. 1:10.000, 1:100.000. Ungefähr 1:100.000 steht die Chance. Das ist, glaube ich, die realistischste Zahl. Vielleicht sogar noch relativ unrealistisch. Vielleicht sogar noch höher angesetzt. Also, es ist wirklich sehr unwahrscheinlich, dass man davon leben kann. Aber man muss da wirklich viel haben. Und ohne Juno oder ohne Streams generell würde ich da auch keine Chance haben. Tatsächlich habe ich bis 2015, Mitte 2015, nochmal gearbeitet. We'll be right back.
Baby Firefly, schönen guten Abend und Dankeschön für den Applaus. Wie war dein Tag? Mein Tag war eigentlich ganz okay, mal abgesehen von diesen scheiß Zahnschmerzen. Slevin, Dankeschön für 50 Likes. Oh, was für Zahnschmerzen, ist das schlimm? So schlimm, dass ich nicht schlafen kann. Also, es reicht. Allerdings werde ich jetzt dann nach dem Stream schlafen gehen. Was im Klartext bedeutet, ich brauche erstmal Zahnschmerztabletten. Oder generell Schmerztabletten. Take me down in the rivers, man. Dazu sage ich nichts. Und der Typ, der mir hier die ganze Zeit Nachrichten spammt im Liebesbriefding, ich nehme das nicht an. Und wenn ich es nicht annehme, kann es niemand außer mir lesen. Also spare die Arbeit. Und die Barren. Wusste nicht, dass du es dagegen hast, sorry. Kein Problem. Cooles Lied. Ja. Eines der besten. Nochmal an die Person, die dir die Liebesbriefe schickt. Wenn du unbedingt deine Ballern raushauen willst, ich zwing dich nicht dazu, sie einzubehalten. Aber es ist eine Verschwendung. Denk mal drüber nach. Drachenlord, was Jungling. Dankeschön für 1000 Ballern und vielen Dank für die Unterstützung. So, letztes Lied für heute im Stream. Was nehme ich denn heute für ein Lied? Wisst ihr was, machen wir auch die A Cappella Version von Halleluja. Vielleicht verbrennen ein paar Hater.
NWD, Dankeschön für 50 Likes. Da hatte ich lieb, Rainer. Voll. This is all the things Rachelist and Fulings and Bulls and Hallelujah. 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 Sag mal, kann ich den eigentlich bannen und der kann mir keine Liebesbriefe mehr schicken? Das wäre geil. Kitchen chair, looking for the dress you have from the lips and to the hallelujah, 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 hallelujah. Sally, danke schön. Ist das nicht ein Kirchenlied beziehungsweise ein Lied an Gott? Ja, und deswegen sage ich, vielleicht verbrennen ein paar von den Hatern. Mir persönlich ist egal, an wen ein Lied gerichtet wird. Wenn es Gott oder so ist, meine ich. Wenn das Lied gut ist. Halleluja. 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 DJ Boy Number One, vielen lieben Dank für die weiteren 50 Likes. Marvin Blue, dankeschön für 400 Likes. Aber gemein rein, war ohne Sünde, ist werfe. Das ist aber gemein, Rainer. Wer ohne Sünde ist, der werft den ersten Stein. Willst du ernsthaft wegen am Spruch Gottes gebannt werden, Harry? Es ist dein Ernst. Du hast vorhin schon mehrfach Sünden begangen, also brauchst du es mit dem Spruch gar nicht bringen. Na gut. Nee. Das hatte ich auch nicht erwartet, wenn ich ehrlich bin. Ach man, ey, ich hasse diese Maus. So. Hallo? Ich glaube, meine Maus ist langsam, aber sicher die Batterie leer. Au! Egal.
Ich glaube, 13. war es. Ich krieg demnächst sowieso eine neue Maus, dann passt das schon. Dein Vater war ein Loser. Wenigstens war er nicht die ganze Zeit besoffen, so wie deiner. So. Pass auf, nicht da rein schauen, bevor. Was? Davon kann man blind werden. Ich hatte nicht vor, da reinzugucken. Also, Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Stream wieder mit dabei. Und naja, das war's eigentlich schon. Ich hoffe, jetzt, meine Zahnschmerzen sind jetzt dann gleich weg, dass ich mich hinlegen kann und ein bisschen schlafen. Bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Stream wieder mit dabei. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, euer Drache.